Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney 3. Also gut, machen wir weiter. Trifft es eigentlich ganz gut, finde ich. Naja. Warum nochmal mache ich das hier? Godot zittert für mich und irgendwie glaube ich, das liegt nicht am Koffein. Kaffee. Ich denke, es ist jetzt erwiesen, dass Frau M. von Frau Fay ermordet wurde. Ist es das? Also, ich meine, hey, du bist der Richter, du machst dir bestimmt nur deinen Job, aber wo wurde das jetzt bewiesen? Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Das ist völlig falsch. Jetzt ist es an der Zeit, sich Ihnen zuzuwenden. Ja, Herr Staatsanwalt. Nachdem das Opfer gestorben ist, haben Sie etwas getan, nicht wahr? Moment. Das heißt, wir sagen jetzt einfach, yo, Maya hat in Wahrheit Elisa ermordet. Ist jetzt erstmal unwichtig. Jetzt kümmern wir uns nämlich erstmal um Iris. Ah ja, okay, ja. Ja, ja, okay, ja, ja. Sehe ich, ja, ja. Das ergibt absolut Sinn. Erzählen Sie es uns, wir sind ganz Ohr. Okay. Als die mystische Lisa tot war, habe ich die mystische Maya angesprochen. Ich musste die zukünftige Meisterin der Kuriner Tradition schützen, oder? Die zukünftige Meisterin, die gerade die alte Meisterin umgebracht hat. Ja. Also habe ich die Leiche alleine aus dem inneren Tempel gebracht. Ich habe sie den ganzen Weg bis zur Dämonenbrücke hinter mir hergeschleift. Okay, jetzt will ich schon die Uhrzeit haben von dir. Dann habe ich das Schneemobil benutzt, um sie zum Asakura-Tempel zurückzubringen und habe sie nochmal erstochen. Warum? Ich nahm das Schwert, um das Aussehen der Wunde zu verändern. Jetzt haben wir so endlich mal eine Aussage, die quasi Sinn ergibt, warum die Leiche mit dem Schwert aufgespießt wurde. Sie haben die Leiche also transportiert. Ja, ich bin im Asakura-Tempel aufgewachsen. Ich bin dem Fay-Clan zu großem Dank verpflichtet. Hä? Trotzdem, ich hätte nie gedacht, was hat der Fay-Clan jetzt mit diesem Tempel zu tun? Ja, es ist ihre Beschwörungstechnik, aber hä? Dass er ließ, und in Wahrheit Misty Fay war. Ich habe eine schreckliche Sünde begangen. Ja? Okay. Eine schreckliche List des Schicksals. Sie meinen wohl Fügung des Schicksals. Oh, ja. Ups, Iris, was mit der Stimme passiert? Eigentlich wollte ich nach dem Transport der Leiche zurück zum inneren Tempel gehen, aber da war leider die Brücke abgefackelt. Sie sind von der Äbtin entdeckt worden, richtig? Ach ja, das auch. Deshalb konnte ich nicht mehr zurück. Das ergibt keinen Sinn. Ihre Geschichte ergibt Sinn, finde ich. Ich sagte gerade, es ergibt keinen Sinn, Richter. Alright, einmal das Übliche. Einmal waschen und anlegen, bitte. Sie haben also gewartet, bis alles vorbei war, bevor Sie etwas unternommen haben. Ja. Könnte einem vielleicht auffallen. Sie warten, vor ihren Augen wird jemand umgebracht. Und sie stehen daneben und denken sich so, geil, ich warte mal noch einen Moment. Nein, nein, so war das nicht. Das haben sie gerade ausgesagt. Ja, aber... Sie hat gesehen, wie jemand vor ihren Augen umgebracht wurde. Es ist nicht überraschend, dass sie ein wenig eingeschüchtert war. Ja, okay. Ja, ich denke, das stimmt.
Manchmal, wenn ich sehe, wie Anwälte herumdiskutieren, fühle ich mich so hilflos, dass ich nur still dasitze und warte, bis alles vorbei ist. And you fail. Ist es nicht die Aufgabe eines Richters, bei einem Streit zu vermitteln? Erst als die mystische Maya mich sah, wurde ihr bewusst, was sie getan hat. Ich muss die zukünftige Meisterin der Korinther Tradition schützen, oder? Indem du die Leiche versteckst und die Leiche wegbringst und vor allem vorher ja angeblich noch Maya eingeschlossen haben müsstest. Weißt du, nicht so? Sie wussten es also. Sie wussten um die Bedeutung des Namens Maya Fey. Woher? Ernsthaft, woher? Das ist seltsam. Ich meine, Schwester Bikini hat Mayas Namen und ihre Stellung nicht erkannt. Gut, Iris hat mit der Familie ja quasi ein bisschen mehr zu tun, da sie in gewisser Weise immer noch Mayas Halbschwester ist, nicht wahr? Jedenfalls, sie war wirklich eine ganz besondere Person. Warum haben sie das getan? Nein, nicht warum. Wie lange haben sie dafür gebraucht? Ich bleib dabei, die Brücke ist doch irgendwann abgefackelt. Weil ich nicht wollte, dass irgendein Verdacht auf die mystische Maya fällt. Und wieso erzählst du uns das alles dann jetzt? Ich dachte, es wäre das Beste, die Leiche vom Tatort verschwinden zu lassen. Ja, und das Taktischste wäre gewesen, sie in den scheiß Fluss zu werfen. Sie haben die Leiche ganz allein transportiert. Ja, das habe ich. Ohne Schnee wäre es völlig unmöglich gewesen. Was hat der Schnee damit zu tun? Ich habe sie den ganzen Weg bis zur Dämmerbrücke hinter mir hergeschleift. Ziemlich erstaunlich, dass sie den ganzen Weg über diese alte Brücke geschafft haben. Ziemlich erstaunlich, dass sie blöd genug waren, die Leiche überhaupt über die Brücke zu schleifen, anstatt sie runterzuwerfen. Das ist nicht so schlimm, wie es scheint. Sie war seit jeher stabiler, als sie aussieht. Naja, bis sie abgebrannt ist. Es heißt so schön, Idioten sind sogar zu dumm, sich eine einfache Erkältung zu holen. Interessant. Der Kaffee könnte ein bisschen stärker sein. Aber da gibt es noch eine andere Sache, die mich beschäftigt. Warum haben sie Lächeln? Wenn sogar in einem Spiel auffällt, dass die Leute Bullshit machen. Sehr schön. Wunderbar. 1A. Klasse. Es wäre einfacher gewesen, als sie bis zum scheiß Tempel zu bringen. Ich dachte, das würde immer noch zu viel Verdacht auf die mystische Maya lenken. Wie jetzt? Wieso sollte das Verdacht auf Maya denken, wenn eine Leiche im Fluss gefunden wird? Also... Hä? Ich meine, die Leiche hätte ja überhaupt erstmal gefunden werden müssen. Wir haben... Hey, de facto ist das komisch. Wir haben ja auch keine Spuren gefunden, keine Blutspuren oder so. Das bedeutet, die Leiche hat... kaum bis gar nicht geblutet, als du sie weggeschleift hast. Das bedeutet, man hätte es kaum gemerkt. Ja, man hätte vielleicht das Blut halt finden können an der Steinlaterne da und so, aber... Naja, man hätte den Tatort halt hinterher aufräumen müssen. Deshalb habe ich versucht, die Leiche so weit wie möglich vorzubringen. Das ergibt durchaus Sinn. Nein, tut es nicht. Vorerst, wie dem auch sei, was haben sie nach dem Überqueren der Brücke getan? Schneemobil! Endlich haben wir mal eine Verknüpfung zum Vortag. Das Schneemobil, ich wusste, dass es früher oder später auftauchen würde. Naja, musste es, ansonsten wäre das ein ungeklärter Punkt gewesen. Plotholes sind noch dümmer als dieser ohnehin schon dumme Plot. Ja, ich hatte den Schlüssel. Das wissen wir. Ich bin mit dem Schneemobil vom Hasakura-Tempel zur Dämmerbrücke gefahren. Das ist der Teil, der neulich noch fraglich war.
Soll ich sie nach weiteren? Ja, natürlich soll ich sie nach weiteren Details fragen. Schneemobil, Spuren. Fangen wir mit den Spuren an. Wenn sie die Leiche wirklich mit dem Schneemobil transportiert haben, dann sollten doch Spuren im Schnee sein, richtig? Ja, natürlich würde man Spuren erwarten. Dieses Bild wurde bei der gestrigen Verhandlung vorgelegt. Sind das die Spuren von dieser Fahrt? Ja, ich denke schon. Aber ich kann hier nur eine Spur entdecken. Ich verstehe nicht, was daran so seltsam sein soll. Naja, solange dieses Schneemobil nicht auch einen Teleportationsmodus hat, der einfach nur ein verdammt langes Cooldown hat, müssen sie damit ja auch zur Brücke hingefahren sein, nicht wahr? Es hat geschneit, als Wobei das ergibt sogar teilweise Sinn, dass es hier dann geschneit hat, oder? Wie sind die Wetterdaten? Wie lauten die Daten? Wo sind überhaupt da? Sind die Wetterdaten? Nein? Ja, okay, das ergibt Sinn. Verstehe, es hat geschneit. Dann, als der Mord passiert, hat es wieder aufgehört. Könnte ungefähr hinkommen. Deshalb sind dort so frische Spuren zu sehen. Und Sie, Herr Wright, was halten Sie für eine Aussage? Die ist 100 pro wichtig. Lass mich noch kurz lesen. 22:45 bis 22:50. Jetzt wüsste ich gerne, wann genau der Mord passiert ist. Die ist bestimmt wichtig, die Aussage. Als der Mord passiert, hat es wieder aufgehört zu schneien. Das ergibt keinen Sinn. Nee, stimmt, das ergibt keinen Sinn. Ich merke, das ergibt wirklich keinen Sinn. Denn aufgehört zu schneien hat es ja erst nachdem... Moment, bin ich jetzt gerade doof? Doch, aufgehört zu schneien hat es nachdem die Scheißbrücke abgefackelt war. Oder zumindest angezündet war. Euren hinzufügen, damit ich einen Beweis vorlegen kann, dass es Quatsch ist. Hat das was mit dem Fall zu tun? Natürlich. Das wird lustig. Sieh, dann lassen Sie uns die Sache mit dem Schnee klären, ihr. Okay. Oh ja, diese Aussage widerspricht diesem Beweis. Nö, tut sie nicht. Doch, tut sie. Lies es dir durch. Ich sehe keinen Widerspruch. Sind Sie blöd oder was? Denken Sie nach, bevor Sie Anschuldigungen vorbringen. Hey. Ihre Aussage ist bisher mit Widersprüchen gespickt. Sind Sie sich sicher, dass diesmal alles wahr ist? Ja, das bin ich. Zum Zeitpunkt des Mordes hat es bereits aufgehört zu schneien. Laut Ihnen ist der Grund, warum die Schneemobilspuren so deutlich zu sehen waren... das ist der Grund. Ja, das ist richtig. Ich bin mir sicher. Ich denke, diesmal habe ich Sie erwischt. Ich sehe, was Sie denken. Schnee, Was geht hier vor? Ich habe jetzt Bock auf eine Schneeballschlacht. Wenn es zum Zeitpunkt des Mordes bereits zu schneien aufgehört hatte, dann heißt das, dass in ihrer Geschichte ein großes... Loch als angenommen ist. Ein großes Loch als angenommen ist. Oh, ja. Ich und lesen. Also gut, Herr Bright, vielleicht wollen Sie uns Ihre Theorie gerne mitteilen. Wieso habe ich immer so das Verlangen, das R bei ihm zu holen? Ich weiß nicht, das passiert mir immer wieder. Also bei dem Bright, ich will mal Bright sagen. Sagen Sie mal, was in Ihrem Ärmel steckt, oder besser gesagt, in Ihrem Zeigefinger. Eigentlich hole ich es gerade aus meiner Kaffeetasse. Ich möchte es nicht glauben, aber meine Logik lässt mich nicht im Stich. Iris versucht Maya den Mord anzuhängen. Ja, aber warum? Mir fällt dazu nur ein Grund ein. Mir fällt dazu keiner ein. Hä?
Wieso habt ihr jetzt plötzlich wieder die Aussage gelöscht? Muss ich verstehen, was hier gerade passiert? Was? Blablabla, jedenfalls gedacht und dann... Hä? Okay, diese Aussage ist wichtig. Na, streichen wir sie wieder. Wie jetzt? Was soll der Bullshit? Okay, fangen wir sie über das Schneemobil. Erzählen Sie mir mehr über dieses Schneemobil. Nun, es war sehr kalt in jener Nacht. In jener Nacht, meine ich natürlich. Deshalb bin ich den ganzen Weg bis zur Brücke gefahren. Tut mir leid, Zeugin, aber jetzt habe ich ein Problem mit Ihrer Aussage. Du, Godot? Das ist mein Job. Godot? Was tust du? In der Nacht, nachdem die Äbtin Ihnen das restliche Training überlassen hatte. Sie sagte, sie wäre vom inneren Tempel zum Asakura-Tempel zurückgelaufen. Stimmt. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so in der Gerichtsakte steht. Die Gerichtsakte wohl eher. Du müsstest ein ganzes Protokoll von dem ganzen Scheiß vorliegen haben, Richter. Wenn wir uns an Ihre Worte in dieser Sache erinnern. Vielleicht, als ich wieder beim Asakura-Tempel war, stand es da beim Haupttor. Das Schneemobil. Ja, ich erinnere mich. Das Schneemobil stand vor dem Haupttor. Das ist einer dieser Widersprüche. Meinen Sie nicht auch? Tatsache. Einer, den ich nicht mehr hätte aufdecken können, weil ich dafür keine Beweise habe. Warum weisen Sie auf Widersprüche in der Aussage der Zeugin hin? Ganz einfach. Ich mag es, wenn alles in Ordnung hat, okay? Schwester Bikini hat es übersehen. Vielleicht hat sie es nicht gesehen. Nee, sie hat es gesehen. Das ist doch das Problem. Sie denken, sie hätte es übersehen? Wie auch immer. Selbst ich denke nicht, dass es mehr Zeit und Anstrengung rechtfertigt. Es ist nur, sie sollten lieber vorsichtig bei ihrer Aussage sein. Das wollte ich damit sagen. Ein intelligentes kleines Köpfchen wie sie sollte so etwas problemlos verstehen. Yeah. Was ist das hier? Warum sollte mir Godot einen Hinweis geben wollen? Also gut, fahren wir fort. Sie haben die Leiche. Ich dachte, wir hätten jetzt geklärt, dass sie es nicht mit dem... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich bin jetzt wirklich überfordert, was ich hier tun soll. Und ich werde jetzt mir nicht mal die Mühe machen zu raten. Ich gucke jetzt in der Lösung nach, weil ich gerade keine Ahnung habe, was das Spiel von mir verlangt. Ich habe vorhin versucht zu beweisen, dass es Quatsch ist, was sie erzählt. Der Richter meinte so, nö, ergibt keinen Sinn mit den Wetterdaten. Und das Spiel dachte sich dann so, ja, jetzt streichen wir die Aussage wieder, gehen zur nächsten über. Und jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was ich hier gerade tun soll. So. Genau, markieren wir die ganze Seite, statt einfach anzuklicken. Das ergibt Sinn. Wo sind wir überhaupt gerade? Kapitel, da. Das Kapitel. Jetzt müssen wir nur die richtige Stelle finden. Kann ja nicht lange dauern oder so. Nee. Aussage vom Bikini. Nee. Nächste Seite. Nein, da auch nicht. Was sind wir denn? Verdammt. Bezirksgericht, die gut, die wahre Mörderin. Da sind wir zumindest irgendwo in der Nähe. Der Kampf. Die Tat dort. Vierten Aussage und präsentiere die Wetterdaten. Hä? Ich denke, das habe ich schon getan. Moment. Was? Moment. Was ist hier als vierte Aussage markiert?
Ja, den ganzen Weg zur Dämmerbrücke hinter mir hergeschleift. Wieso soll ich hier jetzt die Wetterdaten vorlegen? Was? Hä? Was? Spiel, erkläre dich mir. Sie haben behauptet, es hätte aufgehört zu schneien, als der Mord passierte. Tut mir leid, Iris, aber das kann unmöglich sein. Welchen Grund auch immer Phoenix jetzt vorbringen will, er ist definitiv für mich nicht so offensichtlich wie der Grund, den ich vorhin angesprochen habe. Weshalb ich nicht verstehe, was wir jetzt hier tun. Das sind die Wetterdaten aus der Mordnacht. Laut diesen hat es erst um 22:50 aufgehört zu schneien. Aber um diese Zeit können sie die Dämmerbrücke nicht überquert haben. Ach, so rum willst du ein Spiel... Ja gut, das ergibt auch Sinn, aber ich hätte es nicht bei der Aussage versucht. Naja. 5 Minuten bevor es aufgehört zu schneien, ist die Dämmerbrücke von einem Blitz getroffen worden und hatte Feuer gefangen. Was haben sie... Das müsstest du doch wissen, Iris. Die war... Du kannst mir nicht erzählen, dass sie beim gestrigen Tag dabei war. Sonst hätte sie das alles wissen müssen. Die Brücke hatte Feuer gefangen. Ja, verdammt. Das muss sie so oder so wissen. Ich habe das Gefühl, die Angeklagten, weiß nicht, werden jeden Tag mit Medikamenten vollgepumpt, bis ihnen das Gedächtnis gelöscht wird oder so ein Scheiß. Die wissen einfach nichts, was gerade vor sich geht. Sie wollen doch einfach sagen, dass sie nichts davon gewusst haben. Wegen eines Blitzeinschlags ist die Brücke abgebrannt. Sogar ich weiß das und ich habe immerhin keine Ahnung von irgendwas. Aber das kann nicht sein. Wie jetzt? Das kann ich... Was? Aber... Ach, was so... Ich geb's auf. Ich geb's auf. Sieht so aus, als hätten sie es immer noch nicht verstanden. Egal wie sehr sie auch versuchen, die Wahrheit zu vertuschen, sie können einen echten Strafverteidiger nichts vormachen. Das muss jetzt sein. Das musste sein. Okay. Die Brücke brannte schon, als der Vorfall passierte. Das ist wahr. Der innere Tempel war bereits von der Außenwelt abgeschnitten. Es ist unmöglich, dass sie die Brücke überquert haben. Leiche hin oder her. Naja, wenn sie gerade erst angefangen hat zu brennen... Also wenn sie eine Minute vorher angefangen hat zu brennen, könntest du noch versuchen, drüber zu rennen. Solange du halt schnell durch das Feuer durchhechtest, dann könnte das noch funktionieren, das glaube ich schon. Du würdest nicht sofort einbrechen. Zeugen auch, meine Geduld hat Grenzen. Noch eine weitere Lüge und ich erkläre sie der Missachtung des Gerichts für schuldig. Sollte ich das nicht eigentlich schon bei der ersten Lüge machen? Ich habe den Arbeitsvertrag nie gelesen. Wollen Sie etwas zu Ihrer Verteidigung sagen? Die einzige Person, die der Missachtung wert ist, sind Sie. Alter Mann. Gewagt, Godot. Wie können Sie es wagen? Ob diese Zeugin gelogen hat, ist im Augenblick völlig unwichtig. Nein, wenn sie gelogen hat, ist ihre Aussage dahin und damit sämtliche Beweise quasi vom Tisch? Wichtiger ist jetzt nur die Wahrheit herauszufinden, nicht wahr? Jein. Ein Schritt zur Wahrheit wäre ja schon mal, sie sagt sie nicht. Ob es nun schneite oder nicht, oder ob die Brücke brannte oder nicht, es gibt zwei Tatsachen, die nicht abzustreiten sind. Erstens wurde die Leiche im Innenhof des Asakura-Tempels gefunden. Und zweitens hat die Äbtin Schwester Bikini beobachtet, wie Iris die Leiche entehrt hat. Ja. Geht's gerade um diese Aussage? Er hat in beiden Punkten wirklich recht. Das stimmt, ich habe nicht gelogen. Aber... Das ist jetzt...
Das ist jetzt so ein einfach so eine Situation. Yo, die Aussage besteht aus zwei Teilen. Aus Teil 1 ist auf jeden Fall gelogen, aber es ist uns scheißegal. Machen wir mit Teil 2 weiter. Und ich finde, der Richter sagt gerade genau richtig. Aber er sagt schon so, was wollen Sie diesmal behaupten? Und man müsste es anders betonen. So, was wollen Sie jetzt diesmal behaupten? Hä? Eieiei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.